Moin, willkommen bei Ads & Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Was habe ich heute für euch? Dacia Duster 2. Dacia Duster 2, Radlaufschutz. Ihr kennt das ja, wenn ihr euch gefragt habt, warum ist das bis jetzt nicht im Shop drin? Ist ganz einfach, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich will mir immer erstmal die Teile anschauen und wenn die Teile wirklich gut sind, dann kommen die in den Shop. Ist das Teil nicht wirklich gut, dann kommt es auch nicht in den Shop. Und da mache ich auch keine Unterschiede, ob original oder nicht. Ist wirklich so. Gut, fangen wir mal an. Radlauf, Vorderer. Beim Radlauf müsst ihr jetzt unterscheiden zwischen Radlauf mit Sensorik oder Radlauf ohne Sensorik. Komme ich gleich zu. Ich muss erstmal Schrauben entfernen, damit wir den Radlaufschutz auch vernünftig aufbringen können. Ich habe vorab natürlich schon das Fahrzeug auf der Hebebühne ausgerichtet, hochgebockt, den Radlauf schon mal grob vorgereinigt, weil das Auto selbst ist nicht ganz sauber. Wenn ihr natürlich zu uns in die Werkstatt kommt, um montieren zu lassen, dann ist es natürlich nett, wenn ihr das Auto vorher einmal durch die Wäsche geht und nur einfache Wäsche mit Wasser, nichts anderes, also nicht mit Heißwachs oder irgend so einem Blödsinn, lasst das nach. Ansonsten, wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann lasst das nach, dann reinigen wir die Radläufe. Hier oben sieht man noch, ist alles dreckig, aber in dem Bereich, wo der Radlauf nachher sein soll, da machen wir alles richtig schön sauber. Ist natürlich alles Arbeitszeit, aber wem erzähle ich das? Gut. Wir hatten ja schon die Diskussion beim Dacia Duster 1 Phase 1, Phase 2, da hatten wir auch Radlaufschutz. Wie viele Teile sind das denn? Für vier Radhäuser okay, aber der Radlaufschutz unterbricht natürlich an der vorderen Stoßstange im Übergang zum Kotflügel. Klar, dass das zwei Teile sind. Vier Radläufe, A2 Teile sind 8 Teile. Wenn wir dann eben halt die Schrauben und das alles noch mit aufzählen würden, dann wären es noch wesentlich mehr Teile. Aber das würde dann alle wieder durcheinander bringen, okay? Also, der Radlaufschutz ist 4 für 4 Radläufe und das sind pro Radlauf 2 Teile, insgesamt 8. Okay? Dann ist das schon mal geklärt. Dabei liegt sozusagen ein 3M-Tuch zum Vorreinigen der Kanten und eben halt Blechmuttern und 3 Schrauben. Ich lege die mal hinter der Kamera ab und dann reinige ich mal die Kante, auf der wir kleben wollen, vor. So, und ich lasse es ruhig ein bisschen dicker, weil hauptsächlich geht es um die Kante über dieser Karosseriekante. Die ist richtig wichtig, weil dort soll der Radlaufschutz nachher richtig schön sauber ordentlich sitzen. Macht euch keine Sorgen um den Kunststoff, der bleicht nicht aus. Das Mittel ist hier nicht so scharf, wie man denkt. So. Meistens ist das Tuch dann auch schon alle. Da kommt dann nichts mehr. Verflüchtigt sich auch ganz gut. Und dann holen wir mal das erste Teil. Und wir haben ja hier bei dem Dacia Duster 2 den Totwinkelassistenten. Und dafür ist dieser Sensor hier vorne mit. Und der muss offen bleiben. Also ihr seht das hier auf diesem Teil, wenn ich das ein bisschen schräg halte, das ist rundherum schön abgesenkt, damit es da nicht zum Konflikt kommt. Und dieses Teil kommt hier hin und sollte möglichst so geklebt werden, dass der Sensor richtig schön rundum in der Mitte ist. Wenn ich den jetzt so anhalte, dann sitzt der hier oben richtig schön an der Kante dran. Hier oben kommt eine Schraube rein, da muss ich gucken, dass ich die nachher auch wieder reinbekomme. Und hier unten, das ist eine Phase, das sitzt auch alles. Das passt. Also, dann legen wir mal los. Ne? Ich brauche noch einen, mal das Pickern. Dann ziehe ich mal
Klebestreifen ab. Die, die sowieso jetzt hier unten, die kleinen, da brauche ich nicht viel machen. Den oberen löse ich nur an und lege den wie so ein Wimpelchen, lege ich den um, damit ich den schön rausziehen kann. Und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt gilt es nämlich. Ich will ihn ja nicht ständig dran kleben und wieder losnehmen müssen. Möglichst schön genau schauen, dass der Sensor gut sitzt. Von innen am Radlauf schön drücken. So, dann ist der schon mal angepunktet. Ich lasse die Kamera mal laufen, ich hoffe nicht, dass er runterfällt. Und dann setze ich zur Sicherheit schon mal vorne die erste Schraube wieder rein, bevor ich anfange, den anderen Kleber abzuziehen. Weil falls sich das hier jetzt noch richtig dicht ranzieht oder Spannungen entstehen, kann ich das immer noch ausgleichen. Gut. Sitzt so schon richtig gut. Die Passgenauigkeit ist, ich muss schon fast sagen, über die Maßen genau. Das ist natürlich schön, weil so macht das ja auch Spaß. Und mit solchen Produkten arbeitet man auch gern. Okay, dann haben wir im Kotflügel 1, 2, 3 Öffnung bzw. Abwicklung. Und bei diesen brauchen wir jetzt die Blechmutter. Die stecken wir vorher drauf. Und zwar richtig rum. Man kann sie auch verdrehen. Auf den richtigen Sitz achten, sonst gibt es danach nämlich Probleme. Und Probleme wollen wir nicht. Da habe ich die beiden raus. Dahinter sollte es dann auch schön sauber sein, damit nichts aufträgt. Und diesen Kandidaten hier, den können wir direkt auf Stoß legen. Da sitzt er ordentlich. Also zuerst mal anhalten, überprüfen, wie ist das, wie sitzt das, wie passt das. Und wenn das alles gut aussieht, dann können wir auch arbeiten. Okay. So, nehmen wir den mal ab. Wir hatten vor beim Dacia Duster 1, Phase 1 und Phase 2, haben wir, weil der Radlauf wesentlich spitzer auslief, und zwar hier in diesem Bereich, das ist nämlich diese Ecke hier, da haben wir hier immer eine Stützklebung gesetzt, weil die Spitze dazu neigte, sich immer zu lösen, haben wir eine Spitzklebung gesetzt. In der Montageanleitung Dacia Duster 1, Phase 1 und Phase 2, stand immer drin, dass der vollflächig verklebt werden soll mit Scheibenkleber, ähnlichen Karosseriekleber, macht das bloß nicht. Also dann lieber so kleben und wenn er sich löst, dann kriegt man das hier wunderbar noch ab, kann alles schön lösen. Beim Karosseriekleber bleibt der Kleber tendenziell auf der Karosserie und löst sich hiervon. Das ist dann immer ein richtig großes Problem, nur als Anmerkung. So, diese Kante hier, um die geht's, da soll es ordentlich aussehen und dort lege ich es dann auf Schluss. Jetzt habe ich mir eine Blechmutter wieder rausgedrückt, zwei sogar,
Das passiert, wenn ich ihn zu weit hochdrücke und dabei gleichzeitig aufsetze. Eins. Unsicht gelöst. Und zwei. Also kommt's. Aber ist ja live hier. Von daher. Machen wir keinen Unterschied. Okay. Hier habe ich die Hände. Dann, so mache ich es, das muss ja nicht jeder so machen. Fange ich an, in die Blechmuddern einzuschrauben. Weil jetzt kann ich noch ein bisschen bewegen, austarieren, einen Finger hinterlegen, gucken, dass die Schraube wirklich in die Blechmutter einläuft und dann nur leicht andrehen. Also nicht zu fest, einfach nur als Unterstützung leicht andrehen. Und vorne auch noch. So. Jetzt bringe ich mir das Ganze mal ein bisschen auf Tiefe, damit ich oben besser drücken kann. Stelle ich euch ein bisschen weiter runter, ein bisschen nach. Okay. So, dann heißt es von innen ein bisschen gegendrücken und von oben ein wenig ziehen. Nicht zu doll drücken. Das hält so schon richtig gut. Das ist das, was ich sagte, also die Passgenauigkeit ist über die Maßen wirklich richtig, richtig gut. So passiert es dann. Zu doll an die Klebekante gedrückt. So, aber noch gerettet. Sonst hätte man jetzt hier noch wieder abziehen können, das wäre nicht das Thema. Dann ziehen wir ihn mal ganz raus. Und drücken. Bring da ordentlich gegen. So. Dann bringen wir mal die Schrauben wieder rein. Also man sieht, es geht auch mit montierten Reifen. Wird ein bisschen schwieriger, wenn der Wagen auf dem Boden steht, weil er dann auch tiefer im Radhaus steht. So geht es gerade eben noch mit richtigem Werkzeug, kurzen Griff. Funktioniert. Trägt ein bisschen auf, ist nicht viel, was wir an Radlaufabdeckung kriegen. Aber sag mal, wenn man 5 mm angibt, ist es nicht übertrieben. Und manchmal reicht das ja schon, wenn ich mit einer Spurverbreiterung irgendwie zum TÜV fahre oder so etwas.
So, es ist zu erwarten, dass der hintere Radlauf genauso gut sitzt. Aber ich muss hier gleich wieder raus aus der Dialogannahme. Weil heute ist so viel los in der Werkstatt. Da muss noch eine Inspektion gemacht werden. Wir haben keine Bühne mehr frei. So ist das halt. Okay, ich wollte es euch mal gezeigt haben. Radlaufschutz ist wirklich schön. Er ist dezent. Ich mag das gerne in den Kontrasten. Und dann zeige ich euch das mal von nahen. Was hätte ich die Kamera zugeklappt? So. Und das ist, wie gesagt, der Sensor. Sitzt sauber gerade, lässt sich nicht ändern, zeigen, was man hat, unter dem Motto. Manch einer sagt, wie sieht denn das aus, aber das ist in Ordnung. Dann hier sauber im Einguss im Übergang. Und in der Draufsicht wirklich richtig bündig abschließend mit der Kante. Würde mal sagen, besser geht's nicht, ne? Ohne mich selber loben zu wollen. Okay, ich wollte dann ja auch zum Ende kommen. Hoffe natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Da kommen jetzt noch Schmutzfinger dran. Und dann sind wir durch mit dem Radlauf. Okay, in diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.